Eine Truhe haben wir noch hier. Wunderbar. Warum steht die denn hier rum? Ist doch auch blöd. Okay. Ja, dann, fangen wir noch mal an, hier das Zeug wegzubauen. Denn schön ist das ja auch nicht und muss ja auch mal weg. Ist denn eigentlich in den Öfen noch was drin? Jo. Tatsache. Wow, wie viel Glas haben wir denn noch hier drin? Ist ja krass. Kaktusgrün. Juhu. Her damit, immer her damit. Kann man immer gebrauchen. Immer weghauen, immer gebrauchen. So soll das sein. Wir arbeiten auch hier Tag und Nacht. Egal wie. Wie weit dürfen wir da eigentlich... Oh, nur einer rein? Na, ja, gut. Können wir jetzt nichts gegen sagen. Ist ja eigentlich weniger Arbeit für uns. Wenigstens ein bisschen. Wie hoch soll ich denn eigentlich? Ja, viel höher darf ich ja gar nicht. Ja, machen wir halt diese Höhe hier. Dann ziehen wir hier halt noch eine Decke rein und alles. Ja, 1, 2, 3, dann ziehen wir halt hier die Decke rein. Moment. Nee, hier haben wir es ja gar nicht drin. Aber hier. Können wir erstmal Kaktusgrün und alles reinmachen. Zack, zack, zack. Hier. Das ist ja theoretisch, dass wir hier die Decke reinhauen. Genau. Dann schließt es auch gut da mit der anderen Ecke ab. Sehr schön. Dann passt das auch wieder. Müssen wir nur hier oben das Ganze zubauen. Sollte aber auch möglich sein. Zack, 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 zack. Genau. Und hier natürlich das Holz weg. Das war provisorisch ja nur dahin gebaut. Wir müssen auch aufpassen, dass wenn wir jetzt, also bevor wir jetzt an den Rand gehen hier an der Ecke, dass wir wieder Tag machen, weil sonst plumpsen uns die Monster da nur so rein, würde ich mal ganz stark behaupten. Denn wir sind ja nah am Rand hier und auf der Minimap kann man ja nun mal nicht sehen, ob da nur Monster sind oder nicht. Ist ja auch besser so. Aber ich würde sagen, den Pool lassen wir auf jeden Fall hier drinnen. Muss halt jetzt alles noch hier rausgerissen werden und dann wieder neu eingebaut. Ist natürlich auch recht groß geworden, das Ganze. Also der Raum an sich, da muss eigentlich an Deko noch einiges rein. Kommt ja dann auch. So, diese Wand muss noch weg, genau. Aha, diese Wand muss weg. Eine Mauer ist es nicht, deswegen sage ich jetzt auch nicht, die Mauer muss weg. Weg, 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 weg. Passt doch, alles wunderbar. Bauen wir hier gerade noch das Ganze mit Holz zu. Dann haben wir schon mal eine Ecke hier von diesem Raum fertig. Geht ja dann doch recht schnell. Ist ja auch gut so, dass es schnell geht. Mal her damit, mal her damit. Ich würde nur sagen, uns geht langsam wieder dieses Holz aus. Dann müssen wir wieder eine Runde Holz hacken gehen. Und die Decke reinhauen natürlich. Naja, das war jetzt nicht professionell die Decke reingehauen, aber es war wenigstens eine Decke. Weg und wieder hin. So, dann machen wir auch gleich noch diese Linie hier. Und da ist es auch schon leer, das Holz. Aber ich glaube, wir hatten noch 34 oder sowas in der Kiste drin. Ist jetzt ja auch nicht die Welt, das ist das Blöde.
stimmt, ja, müsste. Hier zum Beispiel haben wir jetzt nichts drin. Schade auch eigentlich. Aber hier 55, wunderbar. Das reicht noch für diese Nacht. Apropos. Ah. Ich hab nicht auf. Einfach gestellt gehabt. Genau. Ah, die FPS geht gerade so runter. Das ist hart. Hart am Limit ist das. Eigentlich müsste hier Cobblestone rein. Um das auch ein bisschen abschließen mit dem ganzen rechts von deinem Rand zu machen von dem Pool. Machen wir auch gerade. Muss ja halt auch ein bisschen abgeschlossen werden, das Ganze. Ich will ja nicht, dass wir irgendwie ganz viele Projekte haben und bei keinem so richtig weiterkommen. Dann lasse ich mir lieber zwei Projekte oder ein Projekt halt jetzt im Moment das Haus, wo es halt noch Unterprojekte gibt. Aber es ist ja auch noch alles im legitimen Bereich. Was ist das denn für eine Musik? Von Max Payne, oha. Noch nie gehört. Und da haben wir das schon mal fertig. Noch ein bisschen länger wird dann unten jetzt gleich das Aushöhlen des Lagerraums dauern. Denn der braucht ja seine Zeit. Der soll ja nicht gerade klein werden. Der soll ja ungefähr so groß werden wie hier oben eine von den Ecken. Weil wir brauchen halt auch später wirklich viel zum Lagern. Wir brauchen ja jetzt schon eigentlich viel zum Lagern. Aber das ist jetzt natürlich ein Problem, dass wir hier jetzt so abbauen müssen. Obwohl, Moment mal. Ich habe gar nicht so viele Blöcke gesetzt. What? Ich habe eine andere Idee. Nein, ich wollte nicht. Nein, Mann! Ich will doch gar nicht so viel hier hinbauen. Auftauchen und weghauen von oben aus. Ah, ich müsste gleich mal husten, aber ich will gar nicht. Da muss ich ja wieder Aufnahmen unterbrechen. Ah, das ist so ein Nein, will ich nicht. Und da kriegen wir doch schon wieder den Rest wieder. Ich habe doch gar nicht so viel gebaut. Die Kohle hat niemand gesehen. Schnell auftauchen. Danke. Und das hier weghauen. So. Und dann. Doch, verdammt, hätte ich die Schicht doch lassen können. Das, was ich hingebaut habe. Dann kommt hier eine Schicht hin. Und dann machen wir jetzt gleich. Was heißt gleich? Wir machen jetzt. Wir haben uns jetzt Cobblestone. Da haben wir auf jeden Fall genug kommen. Genau, Pflastersteine. Und damit machen wir erstmal ein paar Half-Steps. Oh. Okay, das ist blöd. Okay, dann machen wir die Half-Steps vielleicht hier hin. Auf diese Ebene. Machen wir es eben so. Gut, okay. Ich hätte eigentlich geplant, dass es immer so eine Hälfte runter geht, aber wenn das dann nicht immer möglich ist, dann machen wir eben das letzte bisschen hier unten hin. Das ist möglich und das war schon wieder eins zu viel. Super. Denn dann geht man auch nicht unter in einem Pool. Muss man ja auch nicht. Ist ja auch nur. Ach Gott, warum ist es so am Laggen? Leute. Jetzt sind wir manchmal so runter, das ist schlimm. Vier, eins, zwei, drei. Warum wollte die vier nicht? Egal. Und hier könnte man natürlich auch wieder mit Glowstones arbeiten. Würde ich natürlich auch gerne machen. Aber wie gesagt, das wird wohl erst noch ein Momentchen dauern, bis wir da rankommen. Besonders ein Momentchen. Das ist ja eigentlich eine recht kurze Zeitspanne, ein Momentchen.
Ja, es geht so eigentlich. Okay. So, dann haben wir doch mal hier die Wand raus. Und fangen hier an, dann gleich Holz reinzumachen. Dann kriegen wir das hier auch hoffentlich recht schnell fertig. Und dann müssen wir draußen halt noch Terraforming machen, damit nicht alles hier aussieht, als wäre, ja, keine Ahnung, was drinne. Sondern als wäre es einfach ganz eine ganz normales Ecke, eine ganz normale Ecke, die gar nicht mit irgendwas Menschlichem gefüllt ist. Ist jetzt nicht einfach, aber kriegen wir, glaube ich, hin. Ich habe schon genug Terraforming geübt gehabt. Und weg ist es. Erstmal mal eine Runde. Kann ja nicht schaden. Apropos, habe ich da die an? Ja, genau. Und nächster Track, bitte. Nächster Track. Next. 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 Ich habe gesagt, next. Oh yeah! Das kann man noch machen. Einmal die komplette Reihe weghauen. Mit der Musik macht Bauen doch total Spaß und ist total überdramatisiert. Auf jeden Fall. Aber es funktioniert. Oh verdammt. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich kein Holz mehr, ne? Ach ja. Oh yeah. Nein, nichts mehr da. Ich nehme die Axt und hau alles weg. Yeah. Immer her damit. Ich sammle lustige Holzhacke. Oh, so sieht's aus. Wir haben auch noch genug Holz hier zur Verfügung. Wunderbar. Natürlich müssen wir auch irgendwann noch mal neue anpflanzen, aber wir können es ja auch so eine Art Baumplantage machen. Mit Bone Meal und allem, aber das hat wohl noch Zeit. Würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Okay, und weiter geht's. Rein. Umsetzen. Und weiter. Was? Achso, das war ich. Oh. Schuck, 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 Schuck. Und weitermachen. Ja, sehr gut. Und es funktioniert auch einwandfrei. Ja. Wie machen wir hier weiter? Ich hätte gesagt, wir machen die Decke einfach so, wie es da hinten auch ist. Und es ist hier zwar nur zwei hoch. Aber es sollte, glaube ich, auch gar kein Problem sein. Hoffe ich jedenfalls mal. Oh yeah. Schöner Track. Dann müssen wir jetzt gleich nur draußen wieder Erde hinhauen und alles. Nein, schon wieder das falsche Holz. Was soll das denn? Zur Strafe hau ich dich jetzt weg. Machen wir uns erstmal eine Reihe. Nein, 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 nein. Man kann nicht in dem Track mitmachen, wenn man nicht mal weiß, wie er sich genau anhört.
und man am Sprechen und Bauen ist und man total perplex ist. Ja, damit, genau.